Nicht nur im Haushalt ist Wassersparen sinnvoll. Auch für Edeka ist der bewusste Umgang mit Wasser ein zentrales Thema. Zum Beispiel beim Bananenanbau. Wir sind hier in Kolumbien, auf der Plantage bei Miguel. Hallo Miguel! Hola! Auf einem 97 Hektar großen Areal wachsen hier rund 20 Millionen Bananen. Im Anbau benötigt eine Banane ca. 160 Liter Wasser. Das ist mehr, als ein Mensch durchschnittlich pro Tag verbraucht. Deshalb ist Edeka und dem WWF ein verantwortungsvoller Umgang mit Wasser wichtig. Genau wie Miguel. Er überprüft zum Beispiel regelmäßig die Wasseraufbereitungsanlage. Denn auch nach der Ernte brauchen Bananen Wasser. Zum Beispiel beim Waschen, wenn sie von Schmutz und Insekten befreit werden. Miguel und seine Kollegen verwenden das Wasser dabei bis zu 5-mal. Damit sparen sie beim Waschen bis zu 80% ein. Doch sie tun noch mehr. Mit den sogenannten Pufferzonen zwischen den Plantagen und den Flüssen geben sie Pflanzen und Tieren ein Zuhause. Das ist auch gut für den Boden und das Klima und der Fluss wird geschützt. Daneben der Natur auch andere Bauern und die Bewohner der Flussregion auf Wasser angewiesen sind, müssen wir alle sorgsam damit umgehen. Deshalb haben wir die Water Stewardship-Initiative ins Leben gerufen. Darin verfolgen Menschen aus der Umgebung ein gemeinsames Ziel. Sie alle wollen, dass Wasser nachhaltig genutzt und gerechter verteilt wird. So stimmt die Qualität unserer Bananen und wir alle machen einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Und davon profitiert jeder. Ob hier im Flussgebiet oder ganz weit weg. Erfahren Sie mehr über unsere Partnerschaft mit dem WWF und das Thema Nachhaltigkeit auf edeka.de.